nun bitten, die Schemazeichnungen rechts einen Moment lang zu studieren. Dann wenden Sie sich bitte aufmerksam den dreidimensionalen Formen auf der linken Seite zu. Ziel der Aufgabe ist es, innerhalb möglichst kurzer Zeit die Formen Würfel, Quader, Säule, Scheibe, Dreikant, Prisma, Pyramide und Zylinder jeweils einem Schema zuzuordnen. Bitte halt! Bitte jetzt! Bitte halt! Bitte jetzt! Bitte halt! Jetzt! Halt! Die ersten Testpersonen erscheinen um 6:30. Bleiben im Mantel sitzen, bringen Butterbrote mit. Der eine zählt unablässig seine kurzen Finger. Einer, wie viele rechte Winkel er im Raum entdeckt. Nach welchem Muster sind die Polsterstühle arrangiert? Im Muster auf den Polstern gehorchen welchen Regeln? Bis in den Flur kann man die roten Augen leuchten sehen, wenn jemand vom Testpersonal den Warteraum betritt. Geteilt durch 32 ergibt 4. Die nächste Aufgabe besteht darin, ein Blatt Papier durch Faltung in Felder gleicher Größe aufzuteilen. Und 4. Ich bitte Sie nun also, das Papier so zu falten, dass sich am Ende 4 Felder gleicher Größe ergeben. Felder bitte.
bitte halt. 16, bitte. 64, bitte. 128. Halt. Alle ihren Reiz. Speed, Misch- und Power-Tests. Gruppen- und Einzeltests. Die Wahl der Testart hängt einfach von unseren jeweiligen Testzielen ab. Und ich wüsste nicht, ist mir die Testphase lieber oder die Auswertungsphase oder sind mir meine Tage am Testgenerator, doch die allerliebsten Tage. Von Farbwörtern vor. Sie sehen Buchstaben in unterschiedlichen Farben und geben mir bitte den jeweiligen Farbton an. Sämtliche Buchstaben, die nun vor Ihnen erscheinen, wurden geprüft, sind beißfest, ungiftig und abwaschbar. Den jeweiligen Farbton. Bitte jetzt. Danke. Bitte jetzt. Blau.
Danke. Bitte jetzt. Danke. Und bitte jetzt. Zieht sie einfach magisch an. Das heißt ja nicht, dass ich den IST nicht leiden kann. Womöglich fährt sie auch bloß auf den Knuspelkoffer ab. Nur die Entscheidung zwischen IST 2000R, den Varianten IST 2000R AT und IST 2000R CH fiel mir schwer. Mir ist durchaus bewusst,
meinem Team. Eine Drache kriegt eine Drache gnadet. Ich übertreibe nicht. Eine eine Gleichung, indem Sie möglichst viele der hier aufgeführten Zahlen 4, 8, 16, 32, 64, 128 unter Verwendung der Grundrechenarten einsetzen. Plus, Minus, Mal, Nehmen, Teilen. Jede Zahl nur einmal. Ein kleiner Tipp. Sie dürfen auch mit Klammern arbeiten. Bitte jetzt. Klammer zu ergibt 128.
Zu folgen. Ziel dieser Aufgabe ist es, die einzelnen Tonfolgen im Anschluss an das Hören ohne Aussetzer nachzuspielen. Jetzt.
Bitte jetzt. Jetzt. Verblendung spricht davon, das Doppelfenster, die unsichtbare Dämmole, der ganze Testbereich, wie auch das Schiff vor dem diagnostischen Pausenraum. Bitte jetzt. Thank you.
mein Gehirn vergessen kann? Nein, falsche Reihenfolge. Zuerst den Probanden, den Bearbeiter oder wie wir ihn nennen, wenn wir allein sind, unseren Testling vermessen. Dann... Gestern hat mich eine gefragt, ob Testen glücklich macht. Aber ja, doch, habe ich da spontan gesagt. Meinte er uns oder sich selbst, unseren Testling? Sich selbst, wie mir dann aufging, als er sich angesichts seiner Ergebnisse beklagte. Er wurde wild. Ein trauriges, ein endlos langes Telefonat. Intelligenz. Intelligenz kann vieles heißen. Das lässt sich heute keiner Führungskraft vermitteln. Jeder hat seinen Platz. Jeder hat das Recht zu wissen, wo seine Fähigkeiten, seine Schwächen liegen. So viel können wir uns zugute halten. Niemand, wirklich niemand, liest den Löser so genau wie wir. Thank you.
Zeit ziehen, dann alles mal hin. Auffassungsgabe, hast du das? Unser Proband weiß, wie man eine Nähmaschine bedient. Geht akkurat mit dem Metermaß, hast du das? Hat sich ein Hemdhosenkleid gelegt. Wendet einfache Blumenmuster an. Tulpe, Rose, Margarita, Modehandel, Test, Verrohung, mit der Nadel umzugehen, zeichnet Kreis und Quadrat. Hast du das? Sieht ihn von unten, von rechts und von vorn. Er kennt und kann aus dem Gedächtnis schreiben. Sieht ihn von Text zu Text. Klein Raum, Motor, ist, glaube ich, sprachrelevant. Sie können jetzt die erste Aufgabe ansehen. Bitte lesen Sie die Anweisung ganz in Ruhe.
Es geht um Ähnlichkeiten, Unterschiede, Wörter, Dinge. Zum Beispiel, eine Katze ähnelt einem Hasen, Affen, Löwen, Dachshund, Schwertfisch, einer Maus. Sobald Sie sich entschieden haben, streichen Sie bitte die Buchstaben. Löwe ist C, mit dem Stift durchstreichen. Streichen heißt Kritik. Stehen lassen falsch. Gut, bitte jetzt. Ein Bleistift ähnelt einem Blatt. Markastrandiermittel schien einem Tafelsfarbiger Plastik. Buchstaben. Demnach streiche ich den Buchstaben D. Zur zweiten Aufgabe. Es geht um das Erkennen übereinstimmender Kategorien. Jeweils zwei von sechs Wörtern in der Reihe haben etwas gemeinsam. Streichen Sie durch, was zusammengehört. Gabel, Halstuch, Foto, Streichwurst, Zigarette, Zwieback. Zwieback und Streichwurst. Gut, bitte jetzt. Teppkoffe, Handtasche, Pultorarmlage, Lösungsheft, Rucksack und Schminke, Tui. Bitte halt. Streichheft zu Essen, Testkoffe und das Lösungsheft. Halt! Weiter mit Aufgabe 3. Das Gegenteil von Verstehen ist Unverständlich. Verständnislosigkeit. Verständlichkeit. Mannlosigkeit. Schein. Wahrheit. Bitte halt. Rätselatten. Bitte halt. Bitte halt. Unverstand. Ich esse Trauben, Kenntnis und ich will Land frei. Ruhiger Blick faltet ordentlich, sieht und hört gut, kennt alle Farben. Auftretende Unannehmlichkeiten und darüber hinaus
auch bereits jetzt für vielleicht umständlich erscheinende Erläuterungen auf den ersten Blick. Und zwar nur auf den ersten Blick, wohlgemerkt, einfach wirkender Sachzusammenhänge bei Ihnen entschuldigen. Ich bitte um Verständnis. Die Angelegenheit ist hochkomplex. Ich weiß, solch eine Vorbemerkung, Überbau, gehört nicht zum vorgeschriebenen Text. Manchmal bleibt vom vorangegangenen Test ein Rest. Zwischen Testbatterie und Testbatterie häng ich. Dachte nach, während die Lösungszeit verstrich. Ich hatte mich niemals zuvor in einem Zelt dermaßen fest gefahren, und ich sinnte nach meinem Thank you.
steckte tief. Im Baum hat fest ein Steffekt. Die geheim gehaltene Schwester. Als liefen alter Tageszeit Entwicklung stand. Als liefen auch verbal numerisch leuchten wie nie in eins zusammen. Als gingen Frage und Ergebnis Hand in Hand. Noch ehe wir begonnen, haben mir ist bald eins spürte ich heute. Zum allerersten Mal etwas verwirrt.
Schauen Sie bitte die erste Aufgabe an und lesen Sie die Anweisung ganz in Ruhe. Es geht um Wörter, um Dinge, um Ähnlichkeiten. Zum Beispiel... Ein Schwertfisch ähnelt ehesten einem Hasen, Dachs und Hoffen, Löwen oder einer Dorade. Oder einer Haselnuss. Sobald Sie sich entschieden haben, streichen Sie einfach den richtigen Buchstaben durch. Noch Fragen? Nein? Gut. Bitte jetzt. Eine Gabel ähnelt einem Taschenmesser, einem Halstuch. Einem Foto, einer Streichwurst, einer Haka oder einer Zigarette. Da streiche ich noch einmal den Die zweite Aufgabe, von den je 6 Wörtern jeder Reihe, stimmen 2 hinsichtlich ihrer Verwendung oder Beschaffenheit überein. Streichen Sie jeweils durch, was zusammengehört. Bleistift, Begriff, Eingriff, Lichtgriff, Griffleiste, Linsengericht. Lichtgriff, Bleistift. Fischgericht, Lichtgriffe, Interface, Leistungs-
Helligkeit, Tischweite, Sendungslicht, Feindschaft, Stichwunde, verdiftetes Licht, spannendes Biergarten, Poesie.
gehörten zu mir einzig. Und verspielte leitenden Thank you.
Mathe ist Ratte. Name ist Ratte. Stich. Es sind Ratte. Zahlen sind Ratte. Stich. Sprache ist Ratte. Watte ist Ratte. Stich. Haare sind Watte. Name ist Watte. Stich. Ist Ratte. Marde ist Ratte. Was? Sagte ich Ratte? Ich meinte Hase.
Rassen ist Watte. Phase ist Watte. Stich! Blase ist Matte. Blase ist Matte. Stich. Papagei. Haare sind Matte. Sprache. Und damit Stief. Zahlen sind Schatten. Sprache. Bin raus. Und Stich. Sprache sticht Hase? Nein, Sprache sticht Ratte. Wanne? Nein. Halt. Amme. Voll.
Thema. Dick. Zwei Tests gestalten, sich und die Welt betrachten, wie sich in der Welt bewegen, wenn ich ihnen endlich die Ergebnisse bekannt gegeben habe. Sie, so heute konzentriert ein Teil der Testmaschine, was behalten Sie von uns, Ihrem Probanden, in Erinnerung? Nur ein paar Worte jenseits der Testroutine. Überwachen Menschen ab. Und dieser überwache Mensch will alles, wirklich alles über sich selber wissen. Er horcht nach innen und er horcht nach außen. Sätze mit dreidimensionalen Formen führen zu Sätzen. Fast hätten wir den Datentod erlitten. Mit einem Wenn Löser Höchstergebnisse erreichen, stößt auch unser System an seine Grenzen. Ich bin die Welt. Ich werde mich vergleichen. Trotz aller rechnerischen Turbulenzen um Rohpunkte und Wertpunkte und ihren Quotienten lässt sich über den Ablauf der zurückliegenden Batterie sagen, das Testerglück trägt einen neuen Namen. Ihren Gesamtwert können Sie in der rechten Spalte sehen. Der letzte Eintrag ganz unten auf dem Blatt. 130 wieder einmal geschafft. Ein totes Tier. Wir müssen es
Auf dem Blatt ganz unten rechts steht, der Proband hat einen IQ von 95 glatt. Ein durchaus ermutigendes Resultat. Ist eine rechnerische Katastrophe. Ich halte mich streng an die Datenlage. Der Intelligenzquotient trifft keine Aussage über den Wert eines Probanden. Diesen Wert, der diese Katastrophe für sein Missgeschick vorausgesehen hat.